was hier los ist. Das ist ja wie auf dem Bazar. Ja, er kommt hier runter. Dann werden wir ihn mal angreifen. My challenge? Undeniable. World True savages. Wir haben hier Verstärkung von der Provinz und von unserer zweiten Armee. Move on then, journey. Ah, da verschwindet er schon wieder. Der olle Feigling. The eternal challenger. Northmen come to their graves. Ja, das geht. Was ist das denn? Das ist ja ein Vogel. Oder so. Ein komisches Gebilde. Was? Aufgabe erteilt, herausforderte Krähe. Der alte Krähengott ist unter den wohl bekannt. Was ist das denn jetzt hier? Gewinnt die folgende Schlacht. Aha, ja, und den hier haben wir besiegt. Das heißt, wir bekommen nochmal 1000. Und wir haben wieder Ruhe. Gott sei Dank, jetzt ist hier oben. Der Adler ist gekommen. Die Schlange ist gekommen. Und die Krähe ist dann wohl hier dieses Ereignis. Können wir denn hier noch vielleicht die angreifen, wenn wir schon dabei sind? Madness! No! Ja. Killing Spree nennt man das bei Quake, oder? Wenn man hier so durchrusht. Gut, wir haben hier... Wie sieht es denn hier aus mit der Ordnung? Minus 2 immer noch. Mangel an Korruption. Wieso denn Mangel? Runden bis zum Überschuss 5. Das heißt, da wäre man wahrscheinlich dann nochmal. Da werden wir wahrscheinlich nochmal. Nicht ganz. 10 Runden. Na gut, vielleicht wenden wir das Blatt noch. Steh oder stirb. Führerschaft und Nahkampfabwehr ist gut. Wo sind wir denn jetzt überhaupt bei Halfdir? Wir könnten den Barbaren-Streitwagen nehmen. Ne, wir nehmen erst die Waffenstärke. Hat der nochmal einen Punkt? Ja, dann den Barbaren-Streitwagen. Gut. Dann bleibt hier nur noch diese Armee hier oben. Um die wir uns kümmern. Attentat 39% ist recht wenig. Knut vielleicht. 70%. Armee blockieren. Wir probieren es einfach mal. Hat leider nicht geklappt. Und er kann auch nichts mehr machen. Okay. Killing. Da sind wir jetzt hier vorne schon komplett voll. Dann machen wir vielleicht hier noch voll. Und wir müssen hier wieder ein bisschen aufrüsten. Genau. Dann machen wir mal ein Lager. Hier machen wir auch ein Lager, wenn das geht. Das geht nicht mehr. Na gut. Nächste Runde dann. Was? Da ist ja noch einer. Jetzt kommt von unten auch noch mal eine Heldeneinheit.
Und hier kommen nochmal Rebellen raus. Aber anhand der Rebellen können wir unseren zweiten Kommandanten recht gut aufleveln. Das ist eigentlich ziemlich fein. Ohne viel Risiko. Wir haben hier immer noch, was denn da los? Minus 9 jetzt. Mangel an Korruption. Wir brauchen hier irgendein Korruptionsgebäude. Aber da haben wir ja schon eins. Korruption plus 3. Das wird wahrscheinlich etwas dauern, bis die durchschlägt. Das ist ja echt blöd. Da haben wir jetzt in ja, 3 Runden haben wir schon wieder eine Rebellion. Da kommen wir ja gar nicht weg hier. Das ist ja blöd. Plus 4% haben wir hier. Korruption. Obwohl 21%, wie viel haben wir denn hier oben? 100%, ja. Haben wir überall 100%. Deswegen vielleicht. Wahrscheinlich müssen wir da eventuell über 50 oder so kommen. Kann natürlich gut sein. Knut. Kann nichts machen. Mit 16% hat er es geschafft. Okay. Respekt. So, wir ziehen hier mal hoch. Plündern noch ein bisschen. Und ihn ziehen wir auch hier hoch. Geht das? Da können wir aber nicht mehr plündern. Nö, wir plündern hier gar nicht, damit wir hier die Vitalität haben, falls er hier rauskommt. Wir können immer noch nichts erforschen. Genau, da sind wir soweit durch. Wir könnten höchstens hier noch ein Monsterbuch öffnen. Da können wir doch noch irgendwo... Wie kann ich denn hier umblättern? 3 Gard-Bergspalter. Als Kreaturen des Chaos sind Drachenoger Schagotz als Opfergaben an die dunklen Götter sehr beliebt, aber auch äußerst schwer zu erlegen. Ihre Stärke und Macht steigen proportional zu ihrem Alter. Der jahrtausendealte 3 Gard-Bergspalter ist für wahr eine höchst herausfordernde Beute. Vorsicht vor den Blitzen. Wir schauen uns mal an, wo der ist. Oh, der ist komplett hier drüben. Uiui. Ja, Kislev kommt mal wieder. Jetzt mit 5000 schon. Wahrscheinlich wird er jetzt demnächst dann integriert in das Imperium. Er zieht sich zurück, er gibt Zeuschenk quasi auf. Wir haben jetzt da gar keinen Außenposten errichten können. Komischerweise. Da müssen wir dann schauen, wenn wir das jetzt gleich nochmal machen. Wir können ja jetzt hier mit ihm auch nochmal reingehen. Nichts tun. Hm. Etwas seltsam. Wieso steht er hier übrigens hier oben? Das verstehe ich auch nicht. Ganz allein in der Bucht. I'll be there. As we roar chaos.
what? Ich hoffe ja, dass in Teil 3 die Auswahl der Einheiten etwas verbessert worden ist. Weil das ist manchmal so schwer, dass man hier was anklickt. Oder dass man die richtige Einheit anklickt. So, hier haben wir jetzt in 2 Runden, oder? Ist soweit. Ja, 2 Runden ist soweit. Minus 10 aktuell, Wahnsinn. Obwohl wir hier militärisches Vorgehen von 7 haben, trotzdem der Mangel an Korruption minus 11. Kann man eigentlich selbstständig irgendwie so eine Siedlung niederreißen, wenn die einmal gebaut ist? Ich glaube ja nicht, ne? Ja, wir müssen auf alle Fälle wieder runter dann nach Ehrengrad und müssen wieder die Rebellen niederschlagen. Was machen die beiden denn hier? Okay, unsere Armee wurde aufgehalten, erfolgreich offenbar. Du holst dir aber jetzt trotzdem mal die Stadt. Beziehungsweise, wir können jetzt keinen Außenposten mehr machen, wir können nur niederreißen. Und jetzt machen wir mal Niederreißen für eine andere Gottheit. Machen wir mal für die Schlange. Wahrscheinlich gibt es aber da keine Punkte jetzt, ne? Wir können nur niederreißen. Ah, es gibt keine Punkte mehr. Das ist, wenn wir einmal hier voll sind, gibt es hier keine Punkte mehr. Das hätte man uns aber auch früher sagen können. Sehr ärgerlich. Was nehmen wir denn hier? Nahkampfabwehr oder Rüstung? Rüstung oder Nahkampf? Wir machen mal Nahkampfabwehr. Ne, wir machen Rüstung, weil da plus 3 ist. Undefeated. Gut, dann... kann hier der Knut nochmal was machen? Armee blockieren? Kann er nicht. Da geht nichts. Gehen wir jetzt hier rüber? Oder gehen wir erst hier runter? Die kommen in einer Runde. Ah, in zwei Runden erst. Dann gehen wir erst hier rüber. Achso, der kann sich nicht mehr bewegen. Der kann sich nicht mehr bewegen. Aber er kann noch ein Lager aufschlagen. Sehr gut. Wer ist das denn hier? Ostland oder so, oder? So, die Rebellion steht bevor. Hohohoho. Sehr gut, Knut. Er hat's wieder geschafft. Und die Armee wurde auch noch aufgehalten. Okay, dann gehen wir erst hier rüber, bevor wir uns um die Rebellen kümmern. Who's next? I'll see it through. More headway. Marauders all. Tremble, weakling. Ah, jetzt kann er nicht angreifen. Where's my next? Können wir mit dir vielleicht? Finally, a fight.
Yep, da geht's jetzt. Belagerung 6 Runden lang. Oder wir gehen das Risiko ein. Machen wir jetzt zum Schluss nochmal einmal kurz Risiko. Wir haben 50-50 Chance. Nehmen wir noch den Banner rein. Keine Ahnung, ob der bei den automatischen Gefechten auch was bringt. Okay, Risiko. Oh! Uiuiui. Uiuiui. Knapper Sieg. Na Gott sei Dank. Eieiei. Haben wir nochmal Glück gehabt? Okay. I guide the tribe. Und eine Armee hier oben reicht dann soweit. Es sei denn, er hat hier nochmal. Ne, er hat hier jetzt aktuell keine anderen Einheiten. Dann schickt man eine mal zurück. Können wir gar nicht. Weil hier ja dann die Rebellion ausbricht in der nächsten Runde. Und die machen wir noch und dann lassen wir es gut sein für heute. Da ist sie auch schon. Mal wieder. Der blöde Außenposten, den bräuchten wir überhaupt nicht. Ja, ja, jetzt kommt der Kislev wieder. Jetzt sind wir schon bei 9000. Und jetzt ist plus 20, komischerweise. Unzufriedene schließen sich Rebellen an. Okay, sollen wir vielleicht ein bisschen warten, bis die Rebellen hier so rumlaufen? Unzufriedene schließen sich Rebellen an. Das heißt, die wandern quasi hier aus, schließen sich denen an und dafür steigt aber hier unsere Ordnung. Ich denke mal, dann wird eventuell hier die Mannschaft noch etwas stärker. Das kann natürlich sein. Ja, dann warten wir hier einfach noch. Mensch. Und hier reißen wir nieder. Gut, kannst du irgendwo hin marschieren? Du kannst jetzt hier runter marschieren, das ist ganz okay. Aber wir marschieren erst hier rüber. Zum Plündern geht das noch? Ja. Ja, aktuell läuft es wieder, würde ich sagen, oder? Haben wir alles relativ gut im Griff. Nachdem es zu Anfang schon etwas verzwickt ausgeschaut hat. Wieso läuft er immer hin und her? Jetzt kommt er mit seiner Ein-Mann-Armee wieder an. Ja, Kislev, das war's jetzt für dich, Mensch. Wir haben immer noch plus 20. Da können wir ja jetzt etwas warten, oder? Die werden halt jetzt immer mehr. Aber mit zwei Armeen können wir die locker besiegen. Der hat hier ja gar keine Armee mehr stehen. Das heißt, wir greifen den mal an. Auch wenn wir momentan nicht so fit sind.
müssen mal eine Pause einlegen. Ach, ich wollte ja auch eine Pause einlegen. Aber wenn es läuft, dann läuft's. 18.991 Gold. Not bad, not bad. Können wir hier können wir dann nichts mehr machen. Okay. Also Fort Ostrog ist jetzt der letzte, den wir einnehmen. Und dann gehen wir noch nach Süden, also in der nächsten Aufnahme dann. Und um die Rebellen müssen wir uns auch noch kümmern. Vielleicht gehen wir zuerst nach Westen. Eigentlich kann es mir ja egal sein. Wir haben einen Rekrutenüberschuss, okay. Eigentlich könnte ich ja hier einfach nur warten. Und die schalten und walten lassen, wie sie wollen. Ich will das Ehren gerade ja gar nicht haben. Das ist mir ja komplett egal. Das heißt, wir lassen das links liegen. Somit ist es beschlossen. Und hier machen wir noch alles nieder. Wow, Nahkampfangriff plus 8 war hier gerade. Moment, da müssen wir nochmal schauen. Nahkampfabwehr plus 5, Geschossresistenz 30. Bei der Rüstung, Waffe. Rüstungsdurchdringender Schaden plus 10. Oh, okay, da haben wir schon eine gute Klinge. Nö, das passt erstmal so. Dann hat jetzt Kislev noch, er hat immer noch 6 Siedlungen. Der hat immer noch 6 Siedlungen. Gut, können wir hier Plünderstellung können wir nicht gehen. Zum Regenerieren, ja. Wir müssen auf alle Fälle dann hier mit der anderen Mannschaft hier von Halfdir müssen wir noch ein bisschen regenerieren. Wir schicken aber unsere Helden. Oh, die können sich ja auch mal hier um die kümmern. Hat nicht geklappt. 68%, das muss gehen. Alle drei Attentate sind schief gelaufen, obwohl wir über 40 überall hatten. Dann gehen wir hier runter nach Prag, holen uns Prag-Wolfsgrad, holen uns Kislev, holen uns Zavastra-Burg von Rauken und damit, oh, da hat er auch noch was, Fort Jakova holen wir uns auch noch und damit ist Kislev dann Geschichte. Wer steht denn? Ach, hier oben hat er auch noch die eine Einheit, die hier alleine rumreitet. Na gut. Soll uns ganz recht sein. Wir müssen auf alle Fälle hier unsere Mannschaft wieder auf Vordermann bringen erstmal. Und ich sehe gerade, wir müssen auch rekrutieren. Wir haben ja nur noch 18. Was geht uns denn hier ab? Die Barbaren-Champions. Ein Frostwurm. Na, Frostwurm haben wir alle. Kann ich die umordnen? Nö. Wir haben die Hautwölfe, die gepanzerten. Uns geht ein Eiswolf ab. Und wir haben die 4 Mirkrieger. Das heißt, wir holen uns jetzt einfach hier die beiden Barbaren-Champions. Die sind immer gut. Wir haben minus 1900, aber dafür 71.000. Das ist eine mehr als gute Ausgangslage. Okay, dann war es das für heute wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und wir sehen uns die nächsten Tage wieder. Wann genau, weiß ich noch nicht. Morgen normalerweise noch nicht. Eventuell am Mittwoch oder Donnerstag. Oh, Donnerstag geht auch nicht. Da kommt nämlich Divinity Original Sin 2 raus. aber vielleicht dann Freitag. Naja, das machen wir dann spontan. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.